Ist es das? Aha, okay. Priorität, Priorität. Interessant. Steppert noch nirgendwo 100% oder was? Wow, Alter. Ah, da gibt es eh auch täglich. Na, wenigstens das mit den Mitarbeitern. Geheimaufträge 16 Stück. Na, boom, da bin ich jetzt aber gespannt. Da bin ich jetzt aber echt gespannt, oder? 16 fucking Geheimaufträge. Okay. Da lasse ich mich mit drauf ein. Da lasse ich mich definitiv drauf ein. Da bin ich gespannt. Da bin ich definitiv gespannt. Das will ich jetzt aber trotzdem wissen. Man weiß, der eine Geheimauftrag kann natürlich wieder zu dem anderen Geheimauftrag führen und so weiter und so fort. Man kennt's ja eh. Sonst alles aktiviert. Ne, schaut dir mir eh schon wieder viel Spaß. Ja. Und ich brauch sowieso auch ein paar mehr Münzen, also dementsprechend es kommt mir noch zu Gute. Und ich muss sowieso spenden. Da tun wir es auch schon wieder irgendwann. Na, von ihm? Ma, so das Ding! Ich denke mir schon, hä? Hab da nicht mehr was gesehen gehabt, wie wir da nicht gehen. Auftrag wurde entdeckt. Passt. Ja, ich würde mal sagen, sowieso mal dort, wo die ganzen Gegner sind. Ich glaube, ich bin schon mal bei einer richtigen, bei der perfekten Adresse. Aha. Na, vielleicht ist es was anderes. Wer weiß, wer weiß. Registrieren zusätzliche Feindkontakte. Wo soll ich denn herkommen? Wie ist der Zeit? Sich nähernde Feinde erkannt. Ich glaube zwar jetzt nicht so ganz, dass es jetzt ein Geheimauftrag dazugehört, wo du immer quasi irgendwie was brauchst für den Eingang oder irgendwas in der Richtung. Ich glaube, dass das jetzt nicht dazugehört. Das gehört Udo. Udo Channel. Lass es nicht an dich ran. Ja, schaut gut aus. Wir sollen uns mal da mal auf der Dinge. Ja, machen wir auf, schauen wir es mal an. Was gibt's denn da Schönes? Okay. Cool. Nachschublieferung eingenommen. Echt? Cool. Registrieren zusätzliche Feindkontakte. Lässt mal bitte den Arsch. Danke. Hey. Okay. Also das ist noch. Achso. Das ist ein Hit, ich habe mir doch gehabt, nur das eine. Da gibt es eh mehr als genug. Mach auf da. Kannst du gleich alles aufmachen, kann man sich auch dahinter verstecken. Na, da gibt es dann noch was, und da vorne gibt es dann auch noch was. Na, Alter. Sich nähernde Feinde erkannt. Ich wollte aber gerade sagen, die könnten wenigstens ein bisschen was besser sehr gerne. Weißt du, manchmal lässt sich zum Wünschen übrig. Das sind nur rote. Das sind nur rote Haare. Naja, aber, ja, ich wollte gerade sagen, so einmal quasi kurz weggeschaut, kommt schon Violetter daher. Way clever. Typisch. Klassiker. Richtiger Klassiker. Mir ist aber wurscht, kann ich gerade verkaufen. Nachschublieferung eingenommen. Ja. Alle Kisten sind wenigstens nun leer. 3, gehen wir hin. Jetzt schauen wir sich das mal an, wie da überhaupt reinkommt. Beziehungsweise wo überhaupt allgemein einmal überhaupt der Eingang ist. Man weiß ja nie. Okay. Ja, einfach mal abwarten, mal schauen. Irgendwo wird er mal wahrscheinlich da schon so einen Eingang zeigen. Geheim. Jo, der Bereich ist sehr riesig, also da brauchen wir definitiv keine Sorgen machen. Wer weiß, ob das eh nicht sogar unterhalb ist oder so. Mhm. Da wurde sich aber jetzt eigentlich schon mittlerweile relativ gut gegönnt. Würde aber trotzdem sagen, schauen wir mal definitiv mal oben. Ja, das kann ich mir echt gut vorstellen, dass sie das mit Absicht da unten gemacht haben. Ist das so tief oder was? Aha, ja wirklich. Ja wirklich so tief. Ja,
mir das erwartet habe. Worauf die hin? Hammer da, das gibt's ja nicht. Worauf die hitten? Let's go. Wurscht. Das einzige, was halt ein bisschen Arsch ist, ist 33. Aber dadurch, dass wenigstens die eine Waffe wenigstens nur ein Level drunter ist, ist es nicht so schlimm. Aber sobald es 2-3 Level Unterschiede hat, hat man schon gemerkt gehabt. Hat man schon extrem gemerkt gehabt bei der Lieblingswaffe von mir. Also Liebling, was der gibt sicher noch viel, viel bessere Sachen, aber was der, was wir halt zur Verfügung gestellt kriegen. So, jetzt machen wir da wieder auf, Alter. Was gibt's da schon? Ich will nur mal sagen, wie es geaustascht, Schwelle. Aha, aha. Bist du deppert? Um das Doppelte? Hammerer! Was ist nur mit den Waffen hier los, Alter? UMP45, Alter, hat das Doppelte mehr Schaden, Alter. Okay, ja, ein Level gestiegen, aber der eine Level macht anscheinend so einiges aus. Bist du deppert, Alter, leck mich in der Hose. Schaut's aus. Ah, Präzision muss. Aber weißt du, bei den Waffen hast du es wieder nichts. Das lassen wir mal so stehen, Gott sei Dank. Das lassen wir auch so stehen. Lassen wir auch noch so stehen, aber da kommt wenigstens was Gescheites daher. Ja, das. Da habe ich mir mehr vorgestellt. Da habe ich mir jetzt echt mehr vorgestellt, dass der größere Sprung daher kommt. Durch die Wäscherei in das Untersuchungsgefängnis gelangt. Kontaminiertes Wasser entdeckt. Die Kanalisation Wasser. Hat einen Überflutungsschutz, der noch funktionieren sollte. Versuchen Sie damit, das Wasser abzupumpen. Das ist aber irgendwie cool. Die Waffe meine ich jetzt. Waffe ist lieb. Passt. Wie schauen wir jetzt aus? Akzeptierst? Okay. Aha. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Mal schauen, das Gelbe da mal. Scheiße. Wie meint das hier? Du bist so witzig. Wir sollten das Loch mit Schaum abdichten. Die Scheiße stinkt. Die Wachen haben von Schaum geredet. Vorsicht, Agent. Das Zeug ist gefährlich. Na, Gebiete. Scheiße, sich schon wieder viel zu sehr. Der Wapler. 35 Schuss. Mhm. Bin ich ein sehr, sehr großer Fan davon. Ein sehr, sehr großer. Schießt zwar nicht einmal ansatzweise so schnell, ist aber wurscht. Ja, ist ja nee. Obwohl 200 machen schon ein bisschen einen Unterschied aus. Ja, ja, es kommt zwar immer drauf an, aber schauen wir sich die Waffe mal an. Ist trotzdem sexy. Schau. Super trotzdem. Da kann man nichts sagen. Da kann man nichts sagen dagegen. Nee, nix. Ist eine gute. Ist definitiv eine gute. Eine gute Stufe. Geil. Gleich wieder Stierl. Gleich wieder unbedingt Stierl. Was gibt's denn da wieder Schönes? Was kann ich wieder zapzerappen? Achso, da bist du. Immer schon wieder. Mr. Wapner. Ihr Tod soll als Mahnung dienen, dass wir Verräter nicht vergeben. Diese Ex-True Sons könnten hilfreich sein. Schaffen Sie sie her. Ich wusste gar nicht, dass ich Verräter bin. What the fuck? Was willst du jetzt hier? Schlecht. Ich brauche dein Gefängnis. Das ist kein Gefängnis. Okay, dein Untersuchungsgefängnis. Wir sind voll. Wir haben etwa 500 Demonstranten, die untergebracht und verurteilt werden müssen. Und weder Männer noch Betten. Wir brauchen wirklich deine Hilfe. Das musst du mit den Leuten vor Ort klären. Ich bin sicher, wir haben eine Insasse mit der Seuche aus New York. Sie war während des Ausbruchs dort. Zeigt sie Symptome? Nein, aber ihr Freund. Ist er in Quarantäne? Ja. Wenn sie keine Symptome aufweist, sind wir vermutlich sicher. Einige haben eine natürliche Immunität gegen das Zeug. Vermutlich. Mir wäre wohler, wenn du das mit dem Arzt klärst, bevor ihr die Demonstranten bringt. Mache ich. Gut zu wissen. Das ist jetzt aber echt gut zu wissen, dass anscheinend auch welche Immunität gehabt haben. Es war bis jetzt noch nie so wirklich das Thema oder irgendwas am Rande. Na, Alter, aber wirklich echt gut zu wissen.
Hätte ich mir jetzt nicht erwartet. Das hätte ich mir jetzt überhaupt nicht erwartet. Das ist geil. Da haben wir echt eine geile Information erhalten. Was für ein Fitnessstudio, Alter. Achso. Naja, Gefängnis hat auch ein Fitnessstudio. Ja. Naja, ob man das überhaupt Fitnessstudio nennen kann. Ist halt natürlich wieder fraglich. Na komm her. Na, trau dich, Alter. Trau dich, trau dich. Hm, würde ich auch sagen. Boah. Würde mal sagen, machen wir mal kurz eine kleine Runde. Ich kann mir relativ gut vorstellen, dass wir da vielleicht das ein oder andere verpassen könnten. Dementsprechend machen wir auf chillig eine Runde. Es gibt so einige Sammelobjekte und die hätte ich natürlich gern alle, wenn möglich. Wenn wir schon dabei sind. War's ja nie. Okay, seht ihr Weg. Passt. Mach aber trotzdem nach oben auch noch eine kleine Ehrenrunde. Weil wer weiß, was da wieder alles am Start ist. Wer weiß, was kommt. Weißt? Ab und zu wirklich so. Wer weiß, was kommt. Dann stehst wieder da und denkst du so, na, jetzt habe ich keinen Bock, wieder die Mission zu machen oder irgendwas in der Richtung. Na, aber schaut. Da war es ja nie. Genau. Oh, okay, das hat sich mega mäßig ausgezahlt. Okay. Cool. Okay. Geil. Ja. Aber hoch 10, oder? Aber vielleicht haben sie wenigstens mitgekriegt, dass jetzt wenigstens ein bisschen mehr violette, goldene Sachen daherkommen sollen. Naja, vielleicht haben sie jetzt was mitgekriegt. Weil Level 33, oder, da brauchst du schon langsam ein bisschen was. Da brauchst du schon High-End. So schaut's aus. Oh, muss ich rüber? Muss ich wieder was sammeln, gell? Gibt's aber kein... Ja, aber... Was der wie? Wer weiß, ob's da überhaupt wieder durchkommst. Oh, das wär's, wenn das plötzlich aufgeht. Boah, das wär King. Das wär jetzt richtig geil. Nee, da komme ich jetzt wo ganz woanders hin. Also, entweder gibt's da so einen kleinen Schlitz, dass du wieder abschießen musst, damit du reinkommst. Oder man kommt später erst vorbei. Das kann vielleicht auch möglich sein. Warte. Ja, von da hinten. Das schaut irgendwie so danach aus, wie würde man das so eine kleine Runde machen dann später. Hoffe ich mal zumindest. Wenn nicht, müssen wir dann wieder zurücklaufen. Wenn dann der Angel hätte ich schon gern alles. Na, wenn dann der Angel schon, hätte ich gesagt gehabt. So, das mit dem Fitnessstudio lässt man noch. Schauen wir mal, was da noch so alles am Start ist. Oder was wir da noch wenigstens irgendwie was finden könnten. Au. Joa, nehme ich. Danke. Ist zwar nichts Goldenes dabei, aber wurscht. Trotzdem. Das wird wahrscheinlich der. Na, vielleicht entweder Fitnessstudio-Schlüssel oder jetzt vielleicht für den einen Raum. Es wäre geil. Es wäre extrem geil, wenn ich jetzt einfach reingehen könnte. Perfekt. Vielleicht hätte ich auch schon die ganze Zeit einfach reingehen können. Vielleicht auch nicht. Absperren. Volle Quarantäne. Was ist denn passiert? Die Ökoterroristin in der Psychiatrie scheint eine dieser symptomfreien Träger zu sein. Shit. Massiver Ausbruch im Untersuchungsgefängnis. Der Arzt hat Absperrung und Quarantäne verhängt. Keiner kommt rein oder raus. Wir sollen die Tunnel für Lieferungen nutzen. Und wir sollen für negative Luftkammer freie Räume sorgen. Und die Gefangene? Wir bringen sie an einen sicheren Ort. Sie bleibt für die Zeit der Quarantäne in einer Blase, um sie vom Rest der Bevölkerung zu isolieren. Und ihr Freund? Er ist gestorben. Es wurde bestätigt, dass es die Donnergrippe war. Hören Sie auf, verwenden Sie den richtigen Namen. Tut
macht es nicht viel besser, oder? Nicht wirklich, Ma'am. Jetzt bin ich aber gespannt. Ist dieser Vicky ein Gefangener oder heißt der einfach nur so? Hi. Diese Stadt bringt mich irgendwann um. Ja, wahrscheinlich einer, der was quasi noch so irgendwie im Gefängnis überlebt hat. Ja, ja, verstehe ich ziemlich. Ist mir definitiv nicht ums wieder. Ja, sobald ein Gegner zu weit weg ist, merkt man, dass die Waffe nicht so ganz so präzise ist. Ja, da merkt man es dann schon. Da merkt man es dann aber schon. Beeil dich die. Oh, ich bin nicht so schnell. Oh, Alter, ich hab schon gedacht, so. Ich hab schon fast gesagt, ob der wüsste forschen. Der ist hier, oder was? Ja, geht eh was weiter, geht eh was. Jetzt trauen sie sich wenigstens auch ein bisschen was. Jetzt kommen da wenigstens auch ein paar goldene Haberer daher. Das finde ich gut. Der Pisser ist tot. Was? Schaut nicht so aus. Schaut aber nicht so aus, wie wir hier. Ja, perfekt. Hat sich schon wieder einer hingeklemmt. Ja, kann ich aber nicht gescheit erwischen. Aber geh weg. Der Gerät wird nie müde. Der Gerät schläft nie ein. Der Gerät zerlegt alle. Haben wir's. Weißt du wie? Du willst immer noch reden. Immer reden. Wahnsinn. Aber eine Stelle gibt's noch, wo wir was sammeln müssen. Danke, ich hoffe, wir kommen nochmal dorthin. Oh Gott, dass ich so etwas mal sage. Das ist alles so abgefuckt. In den Zellen sitzen Zivilisten. Der Arzt benutzt sie für Experimente. Sie müssen sie da rausschaffen. So geil. Der Arzt ist schuld. Ja, nicht uns wieder. Der ist es definitiv auch nicht uns wieder. Na, was werden wir jetzt einmal wohl machen, Alter? Wenn wir da jetzt einmal ganz kurz alles mal hier ein bisschen begutachten. So schaut's aus. Mhm. Dann machen wir auch noch unsere kleine kurze Runde. Sicher. Man weiß ja nie. Man kann ja nie wissen. Vielleicht plötzlich finden wir noch irgendwas oder so. Das wäre super. Abriegeln! Niemand darf rein oder raus! Aktivieren Sie das Grundprogramm beim Sicherheitsdienst! Oh. ja, Schule. Ich mach das einmal hinter die Meier, gell? Das ist ein Hit. Ich glaube, wahrscheinlich werde ich in der Mitte jetzt irgendwo reingehen können. Aha. Er hat jetzt nur gerade so ein bisschen komisch ausgeschaut, wie könnte man das abschießen und können. Kann dann plötzlich reinhupfen. Wahrscheinlich noch warten. Mhm. Sperre deaktivieren. Dann müssen wir wahrscheinlich bei jedem einzelnen Haverer da jetzt mal schauen, dass wir da reinschießen. Ja, das passt eh. Sehr leibend. Das Spiel muss man zwar nicht gleich instant irgendeinen Tipp geben, aber ja, okay. Ich hätte schon gesucht. Wie wird es wurscht? Konzentration, ihr seid lustig. Gute Arbeit, Agent. Jetzt zu den Gefangenen. Ich hoffe, dass die uns zu dem Schatz bringen. Mein Schatz. Na, das wäre echt nicht schlecht. Das wäre super. Das wäre super, wenn wir da irgendwie wenigstens sich da durchwurschteln können. Oh, ich denke mir schon wieder, Alter. Aber jetzt kann ich schon wieder nicht aufmachen. Ich muss da jeden Scheiß drauf aufmachen. Vicky, Alter, wirklich jeden Scheiß muss da schießen, damit du da irgendwie wenigstens durchkommst. Okay, haben wir da mehrere Türen oder was? Ja, chill mal. Abwarten. So hast du ein. Ja, gönn da halt. Von mir aus. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Ah, gleich oben. Perfekt. Das ist ein Hit. Das ist ein Hit, wenn es gleich oben ist. Schauen wir dann später gleich vorbei. Fick dich. Da haben wir noch einen mit der Panzerfaust.
Also die sind ja richtig motiviert, Alter, die zwei. Na, bis deppert. Der eine deppert, da ist wieder andere, anscheinend. Mach auf da die Hitten. Wüst wieder nicht. Muss ich wieder. Achso, andere Seite. Ich muss schon wieder da kommen, ich muss schon wieder irgendwas abschießen. Es wäre aber gut gewesen. Es war. Warte kurz. Das sind drei mit Raketenwerfer. What the fuck? Du Depper, drei Hammerer mit Raketenwerfer, Alter. Wolltest du es komplett übertreiben oder was? Das sind wir nicht ab. Okay, der ist wenigstens mit einer RMG unterwegs. Das klingt wenigstens fair. Das klingt wenigstens okay. Ja. Das klingt auch nicht schlecht. Mit ihm. Wo ist glaub der, oder? Der darf sich ja einmischen, oder was? Passt. Ausbrechen! Ui! Ja, da macht's wieder Sinn mit den Raketen. Da machen die Raketen wieder Sinn. Ich wollte gerade sagen, geht sich das überhaupt aus? Genau, verschärfen. Ich habe noch ein bisschen Respekt, weil da ist ja noch einer unterwegs. Sicher gehst mal lieber unter die Erde. Aha, schon wieder. Na wart. Vielleicht gibt's da irgendwas zum Abschießen. Oder ich werde abgeschossen. Entweder oder. Entweder oder. Ah, da bist du, surely. Da komm her. Nein. Na, jetzt kann er aber auch stehen bleiben. Wenn er schon so frech ist. Da hinten? Ja, wie komm ich da jetzt schon wieder hin? Na, bist du. Die wollen es jetzt aber auch wissen, oder? Die wollen es jetzt aber wirklich wissen. Aber gut, dass ich das wenigstens gefunden habe. Ich glaube, wir werden da eh auch so eine Runde gehen müssen oder irgendwas in der Richtung. Hilfe! Hilfe! Ja, ich glaube, wir werden eh eine Runde gehen müssen. Safe. Das ist aber schon fies. Das ist schon fies. Wenn sie dich einmal gescheit erwischt haben, dann bist du und der kommt dann daher mit der Raketen oder so. Das ist komplett vergessen. Das ist komplett schmeißen. Bist Fetzen hier. Komplett rein in die Olga. Richtig schön ein in die Fresse. Juhi. Du bleibst. Und wir schauen, dass wir sie da vielleicht so eine geschmeidige Runde machen können oder so. Wer weiß, ich will da jetzt unbedingt schauen gehen. Ah, ich glaube eh, dass wir da dann noch dahin kommen und dann können wir das schon machen. Fix. Hätte halt nur gern wirklich alles geschafft oder alles gesammelt. Das wäre mir wichtig. Schickt Verstärkung in den medizinischen Flügel. Gonzales? Auf der Liste steht eine Gefangene namens Erica Gonzales. Ach, scheiße. Laut Akte ist sie eine symptomfreie Trägerin. Vorsicht, Agent. So war auch hart. So ein Arsch. Oder genau die einzige in der Piste. Ja, es wird eh wieder so ein Schütz mich. Geschichtel werden. Ja, safe. Wird sicher wieder so eine Geschichtel werden. 100%. Okay, da kann ich mal nicht durch. Ich hätte mir ehrlich. Gönn dir, Digi. Keine Ahnung, das darfst du mir nicht fragen. Ja, der wird wahrscheinlich auch mal beschäftigt sein oder sonst was. Oder wird auch mal gesagt haben, erst. Einmal den Streamer mal auslassen, geht ja auch mal wieder glatt, weißt du, was ich meine? Ist ja keine Pflicht oder irgendwas in der Richtung.
wird wahrscheinlich auch sich mal denken, oder legt mir Arsch. Echt keine Ahnung, Digi. Reißt euch zusammen, verriegelt den Zellenblock und schaltet den Agent aus. Das schau ich mir. Okay, das schau ich mir doch wirklich an. Das soll eigentlich wirklich. Die Wappler. Opa, einmal. Warte mal kurz auf mich, Schule. Einmal. Dreimal. Sonst doch irgendjemand was. Es geht gar nicht, Digga. Geht überhaupt nicht. Wie kann er nur, Alter? Richtiges Verbrechen, Alter. Verbrechen an dem Stream. Einfach unmenschlich. Einfach unmenschlich. Wie kann er nur sowas getan haben? Da brauche ich Punkte nur. Der Stream läuft ja nur. Und dann plötzlich, da kommt um die Ecke. So, hi, Leute, servus. Ich würde so lachen, Alter, ich würde so dermaßen lachen. Boah. Geh, da geht wenigstens eh was weiter. Oh, da ist ein ganz motivierter unterwegs. Der, ja, genau, der macht mal. Da macht man ein bisschen Angst, der Wappler. Genau. Tschüss. Und jetzt gehen wir schon wieder ein bisschen weiter nach vorne.